Hallo meine Lieben. Ja, ich weiß, ich gehe euch wahrscheinlich mittlerweile mit der Palette schon unglaublich auf die Nerven, aber ich wollte noch mal was damit schminken und eben diesmal nichts Buntes, sondern etwas mit Brauntönen, einfach um euch vielleicht noch mal zu zeigen, dass man damit auch andere Sachen schminken kann. Und ja, das machen wir heute. Ich werde jetzt wie immer zuerst meine Lidschattenbase auftragen, das ist wieder die von Urban Decay, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich hole dich jetzt erstmal näher. Und wie gesagt, wir machen heute etwas Natürlicheres. Und zwar beginnen wir erstmal mit DTF. Diese unglaublich wunderschöne Farbe hier. Und die werde ich erstmal auf mein ganzes Lid aufgeben. Auf jeden Fall auch eine Farbe, die ich jetzt schon liebe, weil sie einfach irgendwie so natürlich ist. Das hätten wir. Ich werde jetzt noch Undone nehmen. Das ist diese Farbe hier. Und die werde ich in die Mitte meines Lides geben. Einfach um den Part etwas aufzuhellen. Und gehe dann nochmal in DTF. Blend das ein bisschen miteinander. Ich sage euch jetzt schon, das wird alles sehr, sehr kurz werden heute. Und eigentlich geht es auch überhaupt nicht wirklich darum, wie ich das auftrage. Ich wollte euch einfach zeigen, dass man eben nicht nur diese bunten Looks mit der Palette schminken kann, sondern eben auch was für den Alltag. Weil ich weiß, wahrscheinlich nicht jeder würde mit so viel Bunt auf den Augen das Haus für die Arbeit, Schule, Uni etc. verlassen, wie ich das tue. So, wir nehmen jetzt noch Defy und das ist diese Farbe. Und die gebe ich in meine Lidfalte. Ihr habt es wahrscheinlich schon erraten. Auch eine wunderschöne Farbe. Eben auch so ein bisschen topig. Topig hört sich irgendwie auch bescheuert an, ne? So vor mich rum schminke, könnten wir eigentlich ein bisschen auch miteinander plaudern. Ich habe ja jetzt gerade frei. Ich weiß nicht, ob ihr meine Filofax Videos gesehen habt. Ich weiß, diese Woche habe ich vergessen es zu filmen. Es tut mir unglaublich leid. Aber ich habe ja gerade Herbstferien bei meiner Arbeit und wir haben dieses Ferienprogramm und da ich normal Teilzeit arbeite, aber jetzt eben die Ferien über Vollzeit, wird das immer gleich ausgeglichen. Darum habe ich im Moment 2 Tage die Woche frei und in dieser Woche ist das eben Donnerstag und Freitag. Sorry für den Krankenwagen im Hintergrund, er ist schon sehr laut. So, ich nehme jetzt noch den kleinen Pinsel und gebe das alles noch ein bisschen weiter vorne, bis ich vorne auf dem Lid bin. Ja, und es ist sehr anstrengend, um 8 Uhr auf der Arbeit zu sein. Ich bin einfach kein Frühaufsteher, das war ich noch nie. Und ja, dementsprechend müde bin ich auch morgens, wenn ich da ankomme. Das Problem ist eben, dass ich dann abends halt auch nicht richtig einschlafen kann. Ich bin dann irgendwie erst um 2, halb 2 in der Lage, irgendwie einzuschlafen. Und wenn man dann eben schon wieder um kurz nach 6 aufstehen muss, ist das dementsprechend anstrengend. Und dann bin ich halt irgendwie tagsüber, okay, auf der Arbeit geht schon, weil da bist du ja dauernd beschäftigt. Aber wenn ich dann nach Hause komme, bin ich so, fertig. Denk mir aber, jetzt schlafen gehen ist auch blöd, weil dann bist du irgendwie heute Abend zu wach, um wieder einschlafen zu können. Und diese Müdigkeit verschwindet aber dann immer mehr, je weiter wir uns der Schlafenszeit nähern. Und ja, ist ziemlich blöd. Aber nächste Woche ist wieder normal, nächste Woche sind die Ferien vorbei und das hat alles erstmal ein Ende. So, das ist doch schön geworden hier. Gefällt mir gut. Ich streiche das hier noch ein bisschen, vielleicht nehme ich dafür noch einen anderen Pinsel. Da finde ich die Kante nämlich etwas zu harsch. Aber ansonsten finde ich die Lidschattenkombination wunderschön.
Ja, also wie gesagt, es ist auch möglich, damit was Natürliches zu schminken und mir gefällt das wirklich, wirklich gut. Wir sind schon fast fertig. Ich nehme jetzt noch ein bisschen von Downfall, das ist diese Farbe hier, einfach um es ein bisschen zu verglänzen. Ach, irgendjemand kocht hier wieder. Ach, so schlimm. Deswegen kam halt jetzt irgendwie auch relativ wenig Videos die Woche über und auch letzte Woche. Ebenso wie bei Instagram war ich auch nicht so aktiv. Aber ich bin halt irgendwie den ganzen Tag auf der Arbeit und wenn ich dann nach Hause komme, bin ich wie gesagt müde gewesen und was soll ich sagen? Mehr als Entschuldigung kann ich nicht sagen. Es ist übrigens auch total heftig, wie viele Leute einem bei Instagram entfolgen, wenn man mal nicht jeden Tag mindestens 3 Fotos postet. Also das ist mir jetzt die letzten 2 Wochen extrem aufgefallen. Ich habe irgendwie an die 20 oder sogar 30 Follower verloren, sage ich mal. Aber ganz ehrlich, Instagram ist nicht mein Leben und wenn ihr mir folgt, weil ihr meine Bilder mögt, nehme ich mal an, dass sich das nicht ändern wird, wenn ich mal irgendwie nicht jeden Tag so viel poste. Also bei mir ist das zumindest so, ist doch klar, dass Leute irgendwie auch noch ein anderes Leben außerhalb von Instagram haben, beziehungsweise in meinem Fall jetzt eben auch YouTube. Und so ist das Leben nun mal. Instagram ist nicht mein Lebensinhalt, so gerne ich Instagram mag, aber ja, so ist das. Aber auf solche Leute kann ich dann ehrlich gesagt auch getrost verzichten, weil, weiß ich nicht, was soll sowas? Kann ich nicht verstehen. Okidoki, wir sind auch schon fertig. Voila. Ich hole euch mal zurück. Und wir benutzen jetzt noch einen Blush. Und zwar werde ich heute von Flomar dieses Blush nehmen. In der Farbe, keine Ahnung. Es ist aus der Lights of Flowers LE. Und ist diese Schönheit. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsbrushes. Blushes. Und das gebe ich mir auf die Wangen. Ich bin gleich noch auf einen Kaffee verabredet und ich freue mich drauf, irgendwie mal mit jemand Erwachsenen zu reden, sag ich mal. Ich weiß, also ich sehe meinen Freund jeden Abend und wir reden dann schon auch miteinander, aber es ist irgendwie halt trotzdem mein ganzer Tag sonst gefüllt mit du, weißt du, der hat Penner zu mir gesagt oder der hat mich geschlagen oder solche Sachen halt, ne? Das finde ich auch so süß, wenn die Kinder dann kommen und dann immer, du, weißt du, das ist so goldig. Aber auf der anderen Seite eben, wie gesagt, auch ein bisschen anstrengend, weil, sie kommen eben wegen jeder Kleinigkeit und das muss man denen eben beibringen, dass man manche Konflikte, wobei für die sind das ja dann wirklich Konflikte, für uns hört sich das jetzt vielleicht so ein bisschen banal an, aber ja. Muss man ihnen eben beibringen, die selbst zu lösen. Aber es ist schon süß. So. Ich hoffe, ihr könnt vom Blush was sehen. Er ist sehr natürlich, aber es gefällt mir eben gerade gut. Es gibt eben diese leichte Frische auf die Wangen und wir haben Lippenstift vergessen. Den hole ich mir noch eben, weil den habe ich drin liegen. So, das Ding heizt noch auf, obwohl es geht schon. Ich werde eben mal meine Wimpern biegen, werde sie tuschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt auch meine Wimpern getuscht, wobei ich heute eben nur den äußeren Teil der Wimpern getuscht habe von unten und den inneren Teil nicht, weil manchmal gefällt mir das irgendwie ganz gut, wenn so die äußeren Hälften der Augen eben nur betont sind. Wir kommen jetzt zum Lippenstift und da werde ich diesen neuen von Kiko benutzen. Und zwar ist er eben aus der Ace of Diamonds LE in der Farbe 21. Ich hatte ihn euch schon auch in meinem letzten Kiko-Haul gezeigt, beziehungsweise generell in meinem letzten Haul. Ist eben dieser wunderschöne und mit einem semi-matten Finish. Das werde ich eben auch noch auftragen. Et voilà. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde meine Lippen sind vielleicht gerade ein bisschen zu rau für ein mattes Finish. Und wow, meine Haare flattern im Wind. Aber es geht. Es ist eben eigentlich eine schöne Farbe und es gefällt mir. Ich glaube, ich werde das nächste Mal, wenn ich den benutze, davor auch wirklich meine Lippen richtig pflegen, vielleicht auch peelen und so weiter. Habe ich jetzt natürlich jetzt auf die Schnelle nicht getan.
Die Farbe ist der Hammer. I like it. Ist eben ein Matt und es hat trotzdem irgendwie noch ein bisschen Schimmer dran. Und das war's auch schon mit diesem kurzen Video. Es ist wirklich, glaube ich, sehr kurz geworden. Aber wie gesagt, ich wollte euch zeigen, zum einen dieses natürliche Make-up. Ich wollte euch den neuen Lippenstift von Kiko zeigen. Und ich wollte eben auch mal nochmal ein bisschen erklären, warum es ein bisschen ruhiger um mich war die letzten 2 Wochen. Aber wie gesagt, wow. Das gehört, ist irgendwo eine Tür zugeknallt. Aber wie gesagt, es wird sich jetzt wieder ändern. Es wird jetzt ein bisschen problematisch sein, wenn ich um 4:30 von der Arbeit komme, nach 4:30 noch ein Video zu drehen. Jetzt, wo eben es immer früher dunkel wird. Aber ja, vielleicht kriege ich das ja doch noch hin mit meiner Tageslichtlampe. Beziehungsweise die von meinem Freund. Die steht übrigens hier hinter mir. Das ist dieses Teil. Man sieht irgendwie auf den ersten Blick immer ein bisschen unnatürlich aus, aber vielleicht kann ich das ja mit Kameraeinstellungen, ich weiß es nicht, irgendwie noch bewerkstelligen, dass ich theoretisch auch im Dunkeln ein Video drehen kann. Ich werde das irgendwie mal rausfinden, sobald es eben nicht mehr möglich ist, abends zu filmen. Aber ansonsten bleiben mir ja immer noch die Wochenenden. So. Und das war es aber jetzt wirklich an dieser Stelle von mir. Nochmal einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!